Den Anfang machten Elfpinsgauer, besser bekannt als A6+. Das Besondere an dieser Band? Am Schlagzeug und an der Trompete spielen zwei der Veranstalter des Austropop-Festivals. Die Krocher waren sicherlich heute, sag ich mal, die Horen. Also, das ist angegangen beim Hofer etc. Was mich immer wundert, ist einfach sensationell, wie die Leute beim Großvater oder einem vom Austria dann mitgehen. Das ist einfach ein erhebendes Gefühl. Man braucht kein Wort mehr singen, die Leute geben dir den Text vor. Man braucht sie nur mehr in die Menge mischen und mitschwimmen. Und das Ganze zählt fort auf der Welle mit. Austropop ist eine Lebensphilosophie. Also wir Österreicher haben so eine gute Basis in Österreich. Wir haben so viele kreative Köpfe auch in der Vergangenheit gehabt. Und jetzt natürlich auch, da hört man die jungen Truppen, das ist der Wahnsinn, was die auf die Bühne bringen. Wie etwa die oberösterreichische Band Volkshilfe. Mit ihrem einzigartigen Ziehharmonika-Synthesizer-Sound sorgten sie für groovig-rockige Klänge. Ich glaube, Austropop ist einfach, das ist halt nicht amerikanischer Pop und das klingt ein bisschen nach Österreich. Und Amerika hat es halt geschafft, dass sie nicht mehr amerikanischen Pop sagen müssen, sondern wenn man von Popmusik redet, dann klingt alles immer wie Amerika sozusagen. Aber ich denke, Austropop erlaubt oft ein bisschen mehr Ecken, ein bisschen mehr Kanten, ein bisschen mehr Individualität. Man sieht zwar, man sieht, es klingt irgendwie, da gibt es von Fendrich über Wander, über Seiler und Speer am bunten Gemüsegarten querbeet und Wir bauen sie da auch irgendwo zwischen ein und man darf sich ein bisschen trauen, dass man nicht alles nur auf 15 macht und ich glaube, das ist für mich Austropop. Beim krönenden Abschluss des Abends erwartete die Besucher niemand anderes als Johanns Erben. Die Vorband von Andreas Gabalier ist große Zuschauermengen gewöhnt. Als Salzburger Band ist es vor heimischem Publikum dennoch etwas Besonderes. Ich weiß nur, dass ich, wenn ich so wie heute auftritt, ich mich einfach auf die Situation, auf das heutige Event, auf die Leute heute einstelle. Und wenn wir dann in München sind, gibt es ein paar Faktoren, die ich halt anders beachten muss. Da sind einfach 72.000 Leute. Ich muss meine Bewegungen größer machen, aber versuche genauso die gleiche Emotion, das gleiche Gefühl einfach um mich zu bringen. Und da ist mir ehrlich gesagt egal, wie viele Leute im Publikum sind. Für mich zählt das Gefühl und dass ich die Leute erreiche. Das ist eigentlich ein Teil von der österreichischen Kultur und wir haben uns entschlossen, dass wir das Festival das erste Mal machen. In Kaprunzell am See hat uns da die perfekte Bühne geboten. Ja, wir sind guter Dinge, dass das auch gut angekommen ist. Ich glaube, man sieht das Gefühl in meinem Gesicht. Es ist heiß, aber das Gefühl ist auch heiß. Also es ist sensationell und geil. Das erste Austropop-Festival war für mich ein extremes Erlebnis, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe mir nicht gedacht, dass die Leute sogar da gehen und auf Austropop so anspringen. Super Sache, super organisiert, super Band da, super Musik, super Leute da, super organisiert. Kann man nichts sagen.
Und ich hoffe, dass es nicht nur einmalig ist, sondern dass das Wiederholung findet, viele Fans nach Kaprun bringt und so ein richtiges Highlight für die Zukunft wird, ein Fixpunkt in unseren Veranstaltungskalender. Ja.